das Bedürfnis zu streamen. Wundert euch nicht über die Beleuchtung, das hat alles seinen Grund. Wie sieht es hier aus? Bin ich hier zu hören? Ja, ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Das hat alles seine Bewandtnis. Gut, ein bisschen Zeit schinden, weil, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampe an. Mitteiletrenner. Mitteiletrenner. Was ist das denn hier? Gut, dass ich einen Teiletrenner da habe. Pins, Achsen. Ah, guck da. Hier sind ja Bars. Achsen, Pins, Pins, Achsen. Achsen, Pins, schwarze Achsen. Eigentlich ist es ja Technik, aber es sind auch Räder. Ne? Das sind Spezialfarben. So. Achsen. Das sind diese Dreierpins. Pin 3L Friction Rich and Stop Push. 2/3 Achse, 1/3 Pin. 1/3 Pin, 2/3 Achse. Vielleicht sollte man sich spezialisieren und einen Pin-Handel aufmachen. Sodedode. Wenn jetzt hier alles funktioniert, dann funktioniert alles. Das ist doch schön. So, mal was ganz anderes. Nachdem ich ja nun ein bisschen Zeit überbrückt habe mit Let's Play, kann man ja sagen. Oh, hier, da kriselt das ein bisschen. Da. Aber das hat mit der Tischbeleuchtung. Es ist halt wie es ist. Ich bin jetzt doch ja immer noch oder wieder oder wie auch immer an meinem Computertisch. Ja, also Arbeitszimmertisch. Wo ich ja gesagt habe, dass dazu wenig Platz ist zum Bauen. Aber mir ist noch ein Gedanke gekommen. Ich war in der Firma und habe so über meine Lego-Abteilung geguckt und da hat mich ein Set angeguckt und ich habe es angeguckt und habe gesagt, du musst gehen. Es ist, ja, ich kann es ja mal hervorholen. Wenn ich das hier schaffe, am ausgestreckten Arm. Ich zeige es gleich. Es wird sicherlich ein bisschen keen, weil ich hier vor dem Greenscreen sitze. Es ist dieses gute Stück hier. Naja, ihr seht, Crop. Der Crop sorgt dafür, dass es ein bisschen unvollständig zu sehen ist. Das ist, ich habe nochmal nachgeguckt, ist, ja, super. Das fängt schon mal klasse an hier. Es ist ja das, wie war das? Es ist ein Mock, nennt sich Kona Bike, weil es einem Fahrrad von Kona sehr, sehr gut nachempfunden ist. Das muss man dem Set lassen. Und es ist ein, genau genommen ist es ein Alt-Build, ein Alternative-Build von der 42069. Das ist so ein ganz komisches Fahrzeug von Lego. Mit so vier Raupenantrieben, die dann von der Seite auch noch dreieckig sind. Also statt vier Räder, das sind quasi vier Raupen. Und ja, ist in größtenteils in diesem Lila. Und ja, es hat sich jemand gesagt, Mensch, nehme ich die Teile und mache daraus ein Fahrrad. Stellt sich raus, wäre ein, als ich es gekauft habe, wusste ich nicht, dass es ein Altbild ist. Ich habe es einfach auf irgendeiner Seite entdeckt und fand es ganz witzig. Dafür, dass es ein Altbild ist, ist es wirklich ganz gut gemacht, weil es ist ja was ganz anderes als das Original. Es sind aber auch wirklich bei weitem nicht, also 2/3, die Hälfte der Teile. Also es, man kann daraus nicht mal ansatzweise das ursprüngliche Modell machen. Da fehlen zig Panels und so. Aber darum ging es mir ja auch nicht. Ich habe jetzt beschlossen, das Ding wird wieder auseinandergenommen. Und dann schaue ich mal. Vielleicht frage ich im Internet rum, wer es haben will. Vielleicht verkaufe ich es. Verkaufen habe ich ja die Erfahrung gemacht, von solchen Sachen ist schwierig. Aber ich will es auf jeden Fall loswerden, weil es gefällt mir einfach nicht. Gut,
dafür musste ich natürlich hier jetzt auf diesem kleinen Schreibtisch, aber es ist ja nicht so, dass ich hier früher nicht gebaut hätte, musste ich die wieder natürlich auch, damit ihr was seht. Ihr wollt ja nicht die ganze Zeit mir ins Gesicht gucken, während ich hier was auseinanderbaue. Habe ich doch tatsächlich es geschafft. Ich hoffe, ich klicke jetzt auf das Richtige. Ja, wir haben eine Kamera, die steht, sehe ich. Okay. Kamera. Willst du nicht mit uns spielen? Ja, das kennen wir. Das haben andere auch. Deaktivieren, aktivieren und alles läuft wieder. Also, wir haben da, also hier, da, habt eine Kamera zum schräg auf den Schreibtisch gucken, damit man wenigstens ein bisschen was von dem sieht, was ich hier mache. Ich muss auch als erstes sehen, dass ich das Ding erstmal grob zerlege. Ich habe genug Gefäße, um das möglichst auch zu verteilen, weil ich will es ja einigermaßen sortiert haben. Das Erste, was mich nervt, ist dieser Fahrradständer. Hallöchen. Pedalen. Oh, das ist aber ziemlich fest. Nicht, dass ich da irgendwas. Ach so, guck mal, so geht das ab. Also ich werde jetzt erstmal ziemlich wild und unsystematisch. Oh, ach, die Fahrradkette hat sich auch schon verabschiedet. Da bin ich jetzt im Überlegen, ob ich sie auseinandernehme. Oder ob ich sage, damit tue ich dem Erwerber einen Gefallen, wenn ich die ganz lasse. Das war auch. Also es ist so, im Originalset ist natürlich keine so kleine Fahrradkette dabei. Im Original, also ich habe die Anleitung, habe ich zweimal. Weil als ich erfahren habe, dass es ein Altbild ist, dass es ein Mock ist, dass es eine Anleitung auf Rebrickable gibt, hatte ich natürlich sofort wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich mir ziemlich sicher war, dass der Anbieter von diesem Set never ever dem Erdenker, Erfinder Geld dafür gezahlt hat. Bin ich mir ganz sicher. Achso, ja, das war ja kaputt. Ist auch egal, ich brauche es ja nur als Schale. Jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Schraubenzieher. Nee, und deswegen habe ich die Anleitung zweimal. Wie gesagt, einmal von der Firma, wo ich das Set gekauft habe. Und einmal von Rebrickable quasi. Ach, das ist ein Pin. Von dem, der sich das Ding ausgedacht hat. Naja, und ich glaube, ich muss ja jetzt ein bisschen brutal und blutberauscht. Wie Anleitung, dies, das, ja. Also, und die Anleitung, in beiden Anleitungen war nämlich so, erstmal wurde erklärt, wie man das baut, wenn man keine Fahrradkette hat, weil es ja ein Altbild ist. Und dann wurde gesagt, und wenn du dir die Mühe machst und kaufst dir die Teile, die notwendig, also die Kettenelemente, dann kannst du es auch mit Kette bauen. Habe ich natürlich gemacht, weil bei dem, was ich gekauft habe, witzigerweise beides dabei. Also die Kette. Und ich habe ja noch mehr gesehen. Oh, guck mal. Ach so, Moment, ich muss mal genau hingucken. War die Kette dabei und der Faden. Also der Faden war vom Original-Set und die Kette, wie gesagt, war eben dabei und dann habe ich es halt mit Kette halt gebaut. Ja. Jetzt haben wir hier schon mal die Reifen allein. Ich glaube, ich muss mir hier noch ein bisschen mehr Bauplatz schaffen. Ja, also wie gesagt, deswegen kann ich dem Menschen, der das bekommt, auf welche Art und Weise auch immer, dem Menschen kann ich quasi beides bieten, Country und Western. Ich kann nämlich sagen, hier hast du die Originalanleitung, also die Rebrickable Mock-Anleitung. Oder du hast die Anleitung, die beim gekauften Set dabei war. Problem, nur als PDF, also es ist auch bei dem gekauften Set, da lag in dem Karton ein USB-Stick. Was ja immer ein bisschen doof ist, weil so einen wildfremden USB-Stick sich in den Rechner zu stöpseln, ist ja eigentlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Naja, jedenfalls habe ich jetzt zwei PDF-Dateien. Einmal, wie gesagt, die Herstelleranleitung und einmal die, ja, Mock. Ich weiß gar nicht, ob die gleich waren. Traue mich hier nicht so zu ziehen, aber irgendwie ist das. Ich überlege gerade, ob ich hier.
Ich habe auch keinen kostbaren Teiletrenner, aber ich habe ja andere Sachen. Oh. Da ist was auf meinen. Mir in den Schoß. Mir fällt alles in den Schoß. Ohne Moos, nix los. Die Älteren werden sich erinnern. Wieso lässt sich das Ding nicht verschieben? Das sitzt da wirklich, also, wie festgetackert. Achso, Tischkante. Ich weiß natürlich nicht. Ah ja, jetzt hat sich hier was bewegt. Ja, sehr schön. Achso, Achsen. Achso, eigentlich ist ja das hier mein Achsengefäß. Noch habe ich natürlich nicht so richtig eine Systematik, wo ich was hin tue. Wo kann ich denn noch möglichst schnell was zerlegen? Und ich erinnere mich, dass ich beim Bauen ein Problem hatte. Ich hatte beim Bauen das Problem, dass die irgendein Liftarm fehlte oder war in der falschen Länge dabei. Und das stellt mich jetzt vor die Herausforderung, dass ich wahrscheinlich hinterher eine Teileliste machen werde. Also mir die vom Mock die Teileliste und mit der nochmal alles abgleichen werde. Das schönste Teil, und das fand ich ja das Erstaunlichste, ist, also das ursprüngliche Set, dieses Fahrzeug, war irgendwie so ein Jubiläumsset. Das ist jetzt wieder alles viel zu hell. 40 Jahre irgendwas. Und das ist ein Print auf einem Liftarm. Und obwohl das ja eigentlich gar nicht notwendig war, hat dieser Set-Anbieter diesen Liftarm nachgemacht. Was ja, wie gesagt, hätte ja wahrscheinlich keiner sich beschwert, wenn er es nicht gemacht hätte. Aber gut. So, ich muss ein bisschen überlegen. Ich will auf jeden Fall alle Noppenteile irgendwo in irgendeiner Abteilung. Pins, Noppen. So machen wir jetzt hier mit dem. Wisst ihr was? Ich glaube, ich packe das erstmal wieder zur Seite. Kronk. Nicht Gronk, Kronk. Und dann nehme ich erstmal die Sachen auseinander, die ich hier vor mir liegen habe, anstatt dass ich das Set noch, das Ding noch weiter auseinandernehme. So, verlassen Sie mich jetzt schon gefäßtechnisch. Ja, sieht so aus. Es wird wahrscheinlich wieder eine schöne Sortieraktion. So, Achse. Konnektoren. Okay, hier sind. Ich will ja nicht wieder die böse Zahnfee hier machen. Deswegen muss ich vorsichtig sein. Ah ja, okay, das ist eine interessante Konstruktion. Habe ich hier schon? Habe ich da schon? Genau. Achse. Zahnräder oder mehr oder weniger. Ne? Das ist hier nämlich eigentlich so für Band und ich glaube, deswegen waren beim Originalmodell auch Band dabei oder das Originalset hatte eine Seilwinde. Ja, machen wir hier erstmal Liftarme rein. Liftarme. So, machen wir es andere Seite. Wie gesagt, es war irgendwie so ein 13er oder 11er Liftarm, der, wo ich, wie gesagt, dann musste ich irgendwas improvisieren. Ich glaube nicht, dass ich was aus meinem Vorrat genommen habe. Das sind hier die Speichen. Das ist natürlich auch ein bisschen krass hier mit dem.
die Kette sozusagen verkehrt rum zu benutzen. So. So lässt sie sich natürlich wunderbar aufwickeln. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die Kette zerlegt verkaufen werde. Das fände ich ein bisschen. Nun ja. Hier ist auch noch was drin. Zahnrad. Also das ist ein relativ seltenes Zahnrad. Also in meiner Wahrnehmung ist das ein relativ seltenes Zahnrad. Die Dinge fand ich auch ganz cool. Ja, er kommt damit hin. Liftarm. Stopperachse. Ne, das ist wieder hier so einer Liftarm. Packen wir zu den Liftarm. Sind wir mal konsequent. Liftarm zu Liftarm. Achse zu Achse. Dahin. Achso, davon haben wir jetzt ein paar mehr. Liftarm. Liftarm. Ja, da musste der auch Achsen stückeln, damit er das irgendwie hinbekommen hat. Ja, also wie gesagt, wenn jemand dieses Video sieht und es ist nicht vielleicht schon 10 Jahre alt und er hat Interesse an diesem Set, einfach mal melden. Wie gesagt, ich will da nicht viel Geld für haben. Oder gar kein Geld. Achso, da. Weil wie gesagt, ich habe geguckt, das Video, ich habe es in 5 Teilen gebaut und in einem Teil natürlich gereviewt und ich weiß aber nicht mehr, wie damals so mein Urteil war. Ich fand die Räder, ich habe es nicht hingekriegt, dass die Räder, also ich habe Fotos gesehen, keine Renderings, sondern ich habe Fotos gesehen, wo die Reifen, Räder richtig schön rund waren. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Bei mir sahen die Räder immer irgendwie so stückelig aus. So. Machen wir jetzt erstmal die. Das sind die Pedalen. Ne? Die Pedalen hat er einfach aus den paar Noppenkomponenten, die er hatte oder die sie hatte. Es ist wieder. Ich bin immer wieder entsetzt, wie schnell. Ich kann mich nämlich nicht irgendwie an irgendwas Namen oder so erinnern, aber natürlich in meinem Kopf natürlich gleich wieder R. Das brauche ich nicht mehr, nicht nochmal unterteilen. Kommen nachher wieder meine Ziplock-Beutel zum Einsatz. Ups. Und dann wird das alles wieder in Tütchen verpackt. Ich weiß auch nicht, gar nicht mehr, ob das in Bauschritte unterteilt war. Weil das mache ich ja nicht. Also ich fange jetzt nicht an, die Teile nach Bauschritten zu sortieren. So, also sagen wir so. Erstens sind es nicht so viele Teile. Und zweitens, selbst dann ist es ja vielleicht gar nicht so viel schwerer, das zu bauen, wenn ich das irgendwie so halbwegs nach. Ich möchte hier nur ungern Werkzeug benutzen, aber wenn ich die Teile nicht auseinanderkriege, da hilft ja auch kein Teiletrenner. Achso, kann ich euch vielleicht nehmen? Die lassen sich teilweise überhaupt nicht verschieben auf den Achsen. Houston. Würde mir allergrößte Mühe geben, nichts zu zerkratzen, weil sonst sagt nachher einer, er wird die Schallplatte nicht kaufen.
Also ganz vorsichtig. Das Problem ist gleichzeitig die vorsichtig zusammendrücken und gleichzeitig ziehen ist nicht easy. Quatsch. Guck mal, das geht. Aber jetzt ist wieder die Frage, wie kriege ich, wo halte ich den fest? Also eine Achse will ich ja auch nicht. Und da reinfassen ist auch nichts. Lernen Sie vorsichtiges Extrahieren. Hätte ich nicht gedacht, dass es so fest zusammenhält. Weil es ja auch nicht immer. Also ist ja nicht so, dass aber jeder Achse sich so wehrt. So. Ja, ansonsten bin ich gespannt, wie das sich hier die nächsten, das Wetter entwickelt die nächsten Tage, weil hatten wir jetzt zwei schöne Tage, jetzt soll es 2 Tage Dauerregen geben bei konstant 6, 7 Grad, wo man sagt, okay, jahreszeitlich angemessen, dann soll es ein Tag wieder wärmer werden, mal kurz so das Doppelte an Temperatur oder sogar das Dreifache, können Sie sich noch nicht so ganz einigen, die Modelle, die Wettermodelle, nicht die Lego-Modelle. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Also machen wir gleich wieder denselben Trick. Und du da. So, jetzt haben wir hier den Lenker. Ich weiß, welche Farbe ist das? Das ist irgendwie so dunkelgrau, aber leicht metallisch. Mit leicht metallisch glänzend. Die sind eigentlich sehr schön. So, hier kommen jetzt. Was mache ich denn mit euch Exoten? Ist ja eigentlich so Pleuelstange-mäßig. Ach, jetzt kommen hier schon wieder. Kriege schon wieder Notifications auf, die ich früher nicht bekommen habe. Das ist jetzt. Ganz, ganz vorsichtig. So, eingewinkelten Connector. Das sind jetzt aber auch wirklich interessante Konstruktionen hier. Was mache ich denn mit dir? Halber Liftarm. Der kommt dahin. Was mache ich mit dir? Kommt auch damit rein. Ah, guck mal, gelbe und graue Achsstopper schmal. Hier sind auch noch mal so ein paar Noppenteile. Warum auch immer? Wieder mein Nicht-Official-Teile-Trenner. Bin ich echt, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie lange das hier dauert, weil ich. Man nimmt ja nicht so oft Sets auseinander. Du kommst mal hier hin, jetzt wo ich ein bisschen mehr Platz habe. Sieht man auch ein bisschen mehr davon. Den kriege ich wieder. Das ist natürlich, wenn so eine Zweierachse da so zur Hälfte im Konnektor steckt, weil ist ja eine Zweierachse. Dann wird es schwierig. Oh, hier geht wieder alles auseinander. Zweierliftarme. Interessante Achsen. Also so von den Farben her.
Ach, was mache ich denn mit euch? Da rein. Ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wie viele Teile das hier werden. Ups. Das ist wieder, wir sehen wieder bei meinem Lieblingswort, das ist hier sehr kompakt. Wirklich. Ich auch gar nicht weiß, wie ich das auseinanderkriegen soll. Okay. Das müsste eigentlich in die Richtung abgehen. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder. Achso, ich habe ja gar keinen. Haha, ich dachte gerade, oh, habe ich wieder eine Benachrichtigung. Aber ich zeige ja meinen Desktop nicht. Ich zeige meinen Desktop, aber mein Desktop, also mein Schreibtisch, nicht mein. Ja, ihr wisst schon. Deswegen heißt diese Szene auch Schreibtisch und die andere Szene heißt Desktop und selbst da komme ich manchmal durcheinander. Aua. Das ist aber auch. Ja gut, die Teile sind. Also hier bin ich schon dazwischen. Aber hier. Das sieht schwierig aus. Der hätte auch einen Teiletrenner seine Probleme, weil da ist eigentlich gar nichts dazwischen an Zwischenraum. Hier habe ich ja schon ein bisschen. Aber ich muss beide Seiten gleichzeitig. Gott, schon wieder. Benachrichtigung. Es kommt, wenn ein paar Kumpels in der Kneipe sitzen, so ungefähr. Nicht in der Kneipe. Dieses kleine Dreierpaket und jetzt können wir das ganz einfach auseinandernehmen. Ach Gott. Muss ich gleich mal das eine Teil mir angucken. Achso, ja. Ich benutze hier das Licht. Was ist hier los? Okay, ich hätte die Gruppe stumm schalten sollen. Als sich andeutete, dass ein paar Kumpels ein Trinken gehen, hätte ich die Gruppe gleich stumm schalten sollen. Ach ja. Gut, weiter im Text. Hier muss ich jetzt mit einer anderen Achse die Achse durchschieben. Machen wir hier nur die geraden Liftarme? Nee, erstmal alle Liftarme. Und. Was mache ich mit dir dahin? Und euch hatte ich da. Tja, da müssen wir wohl wieder ans Originalmodell. Ich würde ja gerne die Gabel oder das hin. Keiner verlässt den Raum. Gut, das war, glaube ich, die subtile Nachricht, erstmal das Hinterrad auszubauen. Manche Teile sind hier echt unnatürlich fest, gerade was so Achsen angeht. Also so ein Achsstopper habe ich noch nie erlebt, dass der so sich so dagegen wehrt, von der Achse abzugehen. Oh, wir haben Hinterrad. Wir haben Feder. Jetzt haben wir hier quasi nur noch den Rahmen. Da kommt es dann wieder nach unten. Aua, ich hab Rücken. Aber ich habe auch trainiert. Das erste Mal wieder eigentlich nach alten Maßstäben trainiert.
Es war ja klar, dass es ein bisschen Probleme mit sich bringt. So, ich muss. Schwarze Achsen. Schwarze Achsen. So, jetzt können wir hier das. Ich möchte euch da los machen. Da los. Ja, diese Reifenkonstruktion ist echt spannend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich wollte euch ein bisschen getrennt halten. So, dann nehmen wir den. Warte mal. So. Und dann. Achso. Falsches Ende. Batschen wir die wieder zusammen und wickeln das Ganze. So, und das Paket lege ich mal jetzt hier hin, weil hat ja quasi seine Schuldigkeit getan. So, weiter geht's. Wir können ja auch jetzt, dich können wir mal auch dahin legen und dann haben wir jetzt hier Tanzbereich. Jetzt mal das hier ein bisschen auseinanderpulen. Also echt, ne, nein, dahin. Habe ich hier wieder so eine. Also hier ist schwarz an der Achse. Also die hat so fest, also dieses Scheibenrad hat so fest auf der Achse gesessen, dass jetzt beim Abziehen quasi ein bisschen schwarzer Abrieb jetzt an der Achse ist. Also Leute, da habt ihr ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu wenig. Ja, also sind die Fertigungstoleranzen wohl nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, ich muss wieder durchboxen. Plüm. Das sind wieder die, das sind wieder Scheiben. Da. Beim Vorderrad war das irgendwie anders. Da hatte ich irgendwie. Ach so, ich glaube, da hatte ich erstmal die Lift. Genau, da hatte ich erstmal die Liftarme abgebaut. Und da. Das machen wir jetzt hier auch. Mach das Ganze ein bisschen. Ja. Sonst kann ich auch die gar nicht zerlegen. Das sind die, die wir wahrscheinlich so viel Ärger machen. Ein bisschen. Bringen wir mal ein bisschen Systematik in die Sache, ne? Jetzt kommt, achso, das ist der letzte von denen. Der letzte seiner Art. Das ging immer ganz gut. Das waren die Problemfälle. Das ging. Ach, lauter blaue Pins. Ja, auch die hier, also wirklich. Sind die Achsen einfach ein Hauch zu dick? Nein, ich habe euch nicht fett genannt. Das sind dann halt Fertigungstoleranzen. Das sage ich demnächst auch. Ich bin nicht dicke, das sind Fertigungstoleranzen. Rot? Wieso habe ich den da hingeschmissen? Ne, das ist auch. Also in dem Originalset sind die Dinger offensichtlich in Light Bluish Gray und in Rot und die Farben haben sie übernommen. Da machen die sich nicht die Mühe zu sagen, ach, wir könnten jetzt ja auch, ne, wenn wir das schon nachmachen,
Wo hatten wir denn das? Hier beim. Hat doch jetzt Mold King oder Kader? Ich glaube Kader, ne? Die haben doch jetzt den Lamborghini, den ich auch gebaut habe. Ich habe mir doch damals das Porsche-Set von Lego gekauft und habe dann aber den Alt-Build genommen. Lamborghini, ich sag schon wieder Lamborghini, den Lamborghini daraus macht. Und da in dem Porsche Farbenseuche war, war natürlich in dem Lamborghini, der darauf basierte als Mock, als Altbild, war natürlich auch Farbenseuche. Was soll der Mensch machen, der sich das ausgedacht hat? Und jetzt hat, wie gesagt, ich meine, Kader hat das als eigenes Set rausgebracht. Und da hätten sie die Möglichkeit gehabt, die Farbenseuche natürlich rauszunehmen aus dem Set. Siehe da, haben sie nicht. Also diese ganzen verborgenen Elemente sind immer noch im Farbenseuche-Stil. Aber was noch schräger ist, die haben die Innenausstattung, haben sie die Farben geändert. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, wir haben keinen Bock, uns irgendwelche Gedanken über Farben zu machen, hätte ich ja noch verstanden. Aber sie haben tatsächlich teilweise die Inneneinrichtung, also die Inneneinrichtung haben sie umgefärbt, aber die Farbseuche im Innenleben haben sie gelassen. Und das ist, wo ich sage, Leute, dann, das ist doch scheiße. Ne? Ihr habt eine fertige Anleitung, es hat sich jemand den Kopf gemacht, wie man ein Lamborghini bauen kann aus Lego-Teilen. Dieser Mensch hat sich zwar dem Diktat unterworfen, eines vorhandenen Sets. Respekt. Aber sie hätten es ja ein bisschen. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, ich habe mir das mal ange, ich habe die Anleitung verglichen. Das ist nicht einfach eins zu eins dieselbe Anleitung, also mit denselben Schritten, sondern auch ein bisschen anders. Ne? Was habe ich jetzt hier? Was mache ich denn da? Das ist für mich jetzt wie ein Konnektor. Wie ein Achsstopper, so ein Kardangelenk. Das glaube ich echt nicht. Wie gesagt, fast alle Achsen sind irgendwie deutlich schwerer zu verarbeiten, um es mal so allgemein auszudrücken. Machen wir jetzt. Ach, guck mal, hier brauche ich wieder. Es ist aber auch nicht alle. Ne? Also deswegen rede ich von Fertigungstoleranzen, ne? Weil manche Sachen, manche Achsen lassen sich ganz easy peasy rausziehen. Aber manche wehren sich extrem. Ich glaube, die Achse hier, dieser Liftarm war, glaube ich, der vom Sattel, wo ich sagte, naja, dann geht der Sattel eben nicht so weit raus. Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mir meine eigenen Videos angucken. So, das ist meine Hilfsachse. Ups. Ja, wir hatten gesagt, auch die halben Liftarme kommen dahin. Wieso geht der so schwer, der beigefarbene? Kommt dazu. Kommt dazu, kommt dazu. So, hier haben wir noch so ein bisschen Kleinkramgedöns. So ganz vorsichtig, bitte. Zack. Ja, wie gesagt, manche Achsen gehen easy, manche Achsen. Und so ist es natürlich auch schwer, so ein Achspin, der im Konnektor drinne steckt. So, hier wird es nochmal. Nicht direkt spannend, aber. Ja, im Keller wartet schon der Cybertruck darauf gebaut zu werden.
Da warten ja auch einige andere drauf, dass ich den baue. Und weil wieder irgendwie Schnäppchenzeiten waren, habe ich auch schon den Nachfolger. Also das, was ich danach bauen werde. Das ist jetzt natürlich schwierig, wieder an mehreren Stellen gleichzeitig hier dazwischen zu gehen. Ja. Weil ich habe jetzt wieder Platz geschaffen. Also ich habe nicht wirklich viel Platz geschaffen, aber ich habe aus allen Gründen auch wieder ein bisschen mehr Platz. Ja. Platz für Modelle, für Sets, für Gebautes. Aber ihr seht auch keine Skrupel, mal wieder Sachen wegzugeben. Nur die Hoffnung, die vielleicht irgendwie wieder zu Geld zu machen. Also gut, sicherlich hätte ich auch Sets, die ich zu Geld machen könnte, aber das sind meistens nicht die Sets, die ich loswerden möchte. Die ich loswerden möchte, nun ja, nicht so, dass mir die aus den Händen gerissen werden. Ich habe hier auch noch den Tiger rumliegen, aber da habe ich schon eine Idee, wer den bekommt. Der Tiger mit den Leuchtsteinen. Jemand mit Kind. So, jetzt haben wir hier immer noch den Rahmen. Jetzt, wir könnten hier hinten weiter auseinanderbauen oder mal versuchen, die Gabel. Oder könnten hier, das ist der. Das fand ich ja das Coole, da habe ich ja auch was gelernt. Ich habe mich gefragt, wieso hat er in seinem Mock so eine aufwendige Konstruktion, dass man über ein Drehrad seinen Sattel in der Höhe verstellen kann. Stellt sich raus, sowas gibt es ja mittlerweile, so Teleskop-Sattelstützen. Damit man wirklich während der Fahrt einfach, ja, die Sattelhöhe verstellen kann. Das ist echt, wenn man sich nicht mehr erinnert, wie man das konnte. Oh, wieder ein Bike. Hallo Tessie. Ja, zerlegen. Zerlegen. Das Bike wird zerlegt. Das geht weg. Das passte auch irgendwie thematisch überhaupt nicht mehr dahin, wo ich es in der Firma hatte. Es passt eigentlich nirgendwo thematisch hin aus meiner Sicht und deswegen geht es jetzt den Weg allen Irdischens, wird zerlegt und dann überlege ich mir danach, was damit passiert. Okay. Achso, ja, stimmt, das war ja ein. Ja, ist in diesem Fall wirklich schwer, weil die Achsen teilweise sehr, sehr schwergängig sind, als wenn die Achsen, es ist ja kein Original-Lego, es ist ja, weiß nicht, welcher Steinebauer dahinter steckt. Ich habe auch vergessen, von welchem Händler ich, also welcher, müsste ich nachgucken. Und die Achsen scheinen etwas großzügige Fertigungstoleranzen zu haben, sodass manchmal die Achsen sehr, 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 sehr schwer rauszuziehen sind aus Konnektoren oder ähnlichem. Baue ich hier noch ein bisschen was ab? Ich könnte hier hinten sicherlich noch ein bisschen Federung. Hinterradschwinge. Nochmal Hinterradschwinge. Süß. Hier ist nochmal richtig Stimmung drin, weil das war hier die Federung, die Hinterradfederung. Das ist bei dem Set halt auch wirklich faszinierend, wie der Mensch das hingekriegt hat, da, wie gesagt, aus den Teilen eines Sets, eines existenten Sets, wie der es geschafft hat, da aus den Elementen eine Federgabel aufzubauen. Das
finde ich völlig fasziniert. Dann kann ich mal zeigen, das ist, kann man fast gar nicht erkennen, aber also da, ne, man sieht ja die Federn. Und da musste sicher was einfallen lassen, dass das eben sich nicht so, dass das halbwegs verbindungssteif ist und auch immer wirklich in eine Richtung nur geht und sich nicht drehen kann und so. Und das hat sich der Mensch echt genial ausgedacht. Das, puh. Respekt. Ach so, das geht nicht ab so. Nein, lassen wir das jetzt liegen. Machen wir erstmal den anderen kleinen Kram. Habe ich da jetzt einen Pin dran gelassen? Nein, habe ich nicht. Achse. Was hatte ich da? Da hatte ich die Panelteile. Ihr kommt dahin. Genau. Federn. Oh, graue. Kommt dahin. Zack. So, das ist hier der Mechanismus, der Sattelanhebmechanismus. Also wie gesagt, im Original, also in echt gibt es halt Teleskop-Sattelstangen, die funktionieren wie so eine Gasdruckfeder, wie bei so einem Bürostuhl. Und so wie man bei einem Bürostuhl dann irgendwo drücken muss und dann, wenn man dann den Stuhl entlastet, die Sitzfläche, dann fährt die halt nach oben. Und wenn man sich ordentlich mit allem Körpergewicht draufsetzt, sackt das zusammen. Und sowas gibt es halt auch für Fahrräder, für die Sattelstange. Und dann hat man am Fahrrad eigentlich nur so einen Hebel am Lenker oder, weiß ich nicht, am Oberrohr oder so. Und hier bei dem Set hat er das dann so gelöst, dass da halt so ein Zahnrad ist, an dem man dreht. Und durch das Drehen geht der Sattel rauf und runter, weil Gasdruckfeder hat er ja nicht. Hat Lego, das wäre nochmal was, eine Gasdruckfeder. Für Lego-Sets. Use at your own risk, würde ich sagen. So. Da muss ich jetzt an, zack, an drei Stellen gleichzeitig drücken. Wo bin ich hier? Achso, das ist immer noch, das ist Hinterradschwinge. Hinterradschwinge. Achso. Was haben wir eigentlich? Morgen schon wieder Donnerstag. Da. Zack, zack. Und dahin. Bisher bin ich ganz glücklich mit der Entscheidung, welches Gefäß ich für welche Teileart benutze. Das ist ja auch immer so ein Risiko. Und dann muss man nachher nochmal wieder. Okay, das Fach muss ich vielleicht nochmal aufteilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sechs Pins. Aber die Pins sind zum Glück nicht so schwer, nicht so Kader-Style-mäßig. Ja, hier haben wir jetzt dieselbe Konstruktion auf der anderen Seite nochmal. Ja, jetzt komme ich doch schneller voran, weil jetzt ist ja doch die, sag ich mal, hier ist jetzt gerade keine komplexe Mechanik, sondern einfach nur quasi Statik. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich werde mit der Schüssel für die Liftarme nicht auskommen. Aber ich habe noch ein paar Schüsseln. Nämlich ein bisschen Schüsseln aussortiert und die habe ich mir dann gleich unter den Nagel gerissen. Damit ich nicht immer die guten Tupper-Gefäße benutzen muss, wenn ich was baue. Gut, Vorderradgabel. Oh Gott. Okay.
Da muss ich wohl von dieser Seite drücken, damit die Achse mitspielt. Das ist natürlich auch ein Gestückel, weil er sich das halt oder sie zusammenstückeln musste. Ich merke, ich bin ein bisschen fingerkuppentechnisch, bin ich ein bisschen aus der Übung, merke ich gerade. So. Geht die Achse da durch? Okay, das wird haarig. Moment, wenn ich den Pin da rausziehe. Genau, dann kriege ich das auseinander. Genau. Was mache ich denn mit euch? Ich glaube, das werden irgendwann zu viele Teile. Relativ viele Fehler. Federelemente. Was mache ich denn mit euch? Ihr kommt mit zu den Lüftern. Die sind hartnäckig. Oh. Da muss ich wieder. Moment. Ja, ich habe ja Tipps bekommen in diesem Internet, was ich vielleicht jetzt, falls ich doch nochmal wieder was spielen möchte, es war ja eigentlich mehr so die Ausnahme, aber war ja so eigentlich ganz nett mit diesem Lego-Spiel, wurde mir jetzt einmal Islands oder Islanders, so ein Indie-Spiel empfohlen, was auch sehr chillig sein soll, also überhaupt nicht mit Stress oder so. Oder natürlich, das wurde ja auch schon mal von. Wurde das im Chat gesagt? Dorfromantik. Ach nee, das wurde, glaube ich, als ich im Podcast davon erzählt habe, wurde das da im Chat gesagt, dass Dorfromantik vielleicht ganz mir gefallen könnte. Meine Hilfsachse. Jetzt muss ich das hier. Sunken Land. Muss ich mir merken. Versunkenes Land. Hier ist auch wieder so. Das ist auch wieder. Das sollte nicht so schwer gehen, wie es geht. Ah, Waterworld. Also nicht gesehen. Oder habe ich den mal gesehen, Waterworld? Ich weiß, Kevin Costner. Welt ist komplett abgesoffen. Ich sehe den Bösewicht noch vor mir. Das war derselbe Schauspieler, der den Bösewicht in Speech spielt. Das Witzige ist, ich habe mal ein Buch gelesen, was ungefähr das gleiche Szenario beschrieb wie Waterworld. Aber es vergessen. Aber da war irgendwie auch, dass die Erde nicht besonders schlagartig, ist ja auch unrealistisch. Ich weiß nicht, wie in Waterworld das erklärt wurde. Aber in dem Buch soll es auch nicht Klima sein, sondern irgendwelche unterirdischen Wasserdinger, die plötzlich entschließen, das Wasser rauszulassen. Genau, und dadurch wird über Jahre hinweg steigt der Meeresspiegel. Das Buch geht, glaube ich, so über 30 Jahre und am Ende des Buches ist die ganze Erde dann komplett unter Wasser. Also, so nach dem Motto, der Gipfel des Mount Everest wird dann
ist dann plötzlich von Wasser. Welt unter Wasser, musst viel tauchen. Kleine Inseln zu Hause, Gegner, Rohstoffe. Klingt nicht. Muss ich mir mal angucken. Wie gesagt, darf nicht zu hektisch, actionlastig, weil dann bin ich, da bin ich meistens sehr schlecht drin und dann frustriert mich das schnell. Achse mit Stopp. Gott, das war erst die eine Hälfte von der Gabel. Baue ich die jetzt noch weiter auseinander, oder? Aber ich glaube, die muss ich alle abziehen. Ich glaube, ich baue erstmal die andere Gabel ab. Also, wir ziehen hier die Mehrspielermodus. Weiß ich gar nicht, ob das. Also höchstens mit vertrauten Leuten zusammen, nicht so mit Wildfremden. Diese beigefarbenen Dinger sind echt hartnäckig. So langsam läuft meine Schüssel über. Okay, dann wird hier einmal kurz umdisponiert. Oh oh, zu viel Schwung. Kommst dahin. Ich habe reichlich Schüsseln. Hinten im Haus. Gut. Wachsen. Durchpieksen. Irgendwie will er nicht so richtig. Für die Aktion wäre vielleicht ein Teiletrenner doch hilfreich gewesen. Habe ich wieder hier dieselbe Konstruktion. Hier wieder vorsichtig aufheben. Echt schmerzhaft. Kann ich dich irgendwie an der Tischkante rausdrücken? Ja, kann ich. Sehr schön. Ja. Das Gefäß ist auch fast voll. Da hoffe ich mal, dass da nicht mehr so viel kommt. Sollte vielleicht das lange Ende benutzen, weil soll ja ein bisschen weiter raus, die Achse. Das ist jetzt wieder eine vom Typus ganz schwer gängig. Feder, drei Federn. So, jetzt haben wir hier beide Seiten ungefähr. Ach so, ich muss ja erst mal mich um die Teile hier kümmern. Hier nochmal für Gleichstand sorgen, zerlegungstechnisch. Weil jetzt kommt gleich wirklich nochmal eine harte Nuss, habe ich das Gefühl. Weil das hier sieht irgendwie sehr. Ich glaube, ich muss hier die roten. Roten muss ich abkriegen.
die Achse schon mal. Oder den Liftarm. Ach, hier ist der Liftarm in diesem schönen Lila, wie das ganze Modell ist. Nicht so richtig sehen will, was von welcher Seite kommt. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier ist eine Achse. Da ist eine Achse. Ich weiß nicht, ob ich hier die ich auch erstmal lösen sollte. Ja, dann kommt das Ganze einem schon fast entgegen. So. Sehr schön. Ich bin begeistert. Kommt mir alles sehr entgegen im wahrsten Sinne des Wortes. Teile gehen teilweise so schwer ab, dass ich denke, es geht so gar nicht ab, aber eigentlich müsste es so abgehen. Was geht ab? Oh. Da ging jetzt sehr viel ab. Das ist wieder der schwierige Part. Ach so, ich könnte. Haha. Man muss das nur zu seinem Vorteil zu nutzen wissen. Bestimmte Konstruktion. So, wo sind wir? Oh, Stunde 2. Eine Stunde im Einsatz, weil vorher ja noch Pre-Gedöns. Ich habe schon irgendwie den Ehrgeiz, das auseinanderzukriegen. Es wird dann eh nochmal eine eigene Aktion, das irgendwie hübsch einzutüten. Wie gesagt, meine Fingerkuppen schreien schon um Gnade. Aber wenn ich mir so den das ist ja doch noch eine ganze Menge da. Rahmen. So, dahin. Ja, stimmt schon, aber ich bin eigentlich sehr diszipliniert, was meine Schlafenszeit angeht. Bin ich so ein bisschen sehr monchmäßig unterwegs. Aber wir schauen mal. Dann kann ich zwar heute Abend vielleicht nicht mehr lesen, weil da bin ich nicht mehr so fanatisch, dass ich sage, ich muss unbedingt vorm Schlafen. Ich kann auch, mittlerweile kann ich auch sozusagen vom Computer aufstehen, mich ins Bett legen, kurzer Umweg über die gekachelten Räume, Licht aus, einschlafen. Da bin ich echt, wenn ich so lese, was andere Leute für Schlafprobleme haben, bin ich echt gesegnet, weil ich habe zwar so meine Fixierung auf zu welcher Uhrzeit ich im Bett sein will und so weiter, aber dann mache ich auch wirklich Licht aus, Augen zu, zack, weg, eingeschlafen. Jedenfalls in der Regel, grundsätzlich. Ausnahmen bestätigen eben diese. Aufstehen muss ich um 6. Also, so unter der Woche klingelt mein Wecker um 6. Und um 23 Uhr ist Licht aus. Also 7 Stunden brutto, also 7 Stunden Zeit habe ich zum Schlafen. Und die, wie gesagt, das klappt meistens auch von 11 bis um 6 schlafen. Mit natürlich Unterbrechungen und meine Uhr sagt dann meistens so, was weiß ich, das können dann netto, je nachdem,
bin ich wirklich gut eingeschlafen. Also wenn ich vielleicht mal nicht gleich einschlafe oder wenn ich vielleicht mal nachts nach dem nächtlichen Aufstehen nicht gleich wieder einschlafe, dann kann das mal auf netto 6 Stunden runtergehen. Aber das ist sozusagen auch mein Ziel, also Minimum 6 Stunden. Ja, Problem am Wochenende, ich kann. Es bringt nichts, meine innere Uhr tickt so gut, wenn ich dann sage, ach, ist Wochenende, kannst ja später ins Bett gehen und kannst ja länger schlafen, dann kann es sein, dass ich trotzdem um 6 aufwache und wach bin. Deswegen darf ich quasi am Wochenende nicht so viel später ins Bett gehen. Kann ich machen. Wecker klingelt auch später, aber ich muss damit rechnen, dass ich aufwache wie unter der Woche und deswegen darf ich das nicht übertreiben mit dem lange wach bleiben. Am Wochenende. Oh. Ah. Sehr schön. Das. Ach, guck mal, hier sind Doppelhaarträger drin. Hatte ich gesagt, dass die Pins nicht so hartnäckig sind bei diesem Set? Ich korrigiere mich. Aber wie gesagt, grundsätzlich bei diesem Set. Also die Achsen sind nicht grundsätzlich schwergängig, sie sind manchmal schwergängig. Auch die Pins sind nicht grundsätzlich schwergängig. Wie bei anderen Anbietern, sie sind manchmal schwergängig. Wie gesagt, große Fertigungstoleranzen. Gott, das sind hier aber auch Konstruktionen. Ah, stimmt. Damit wurden die beiden Teile verbunden. Schwarze Achse hatten wir auch noch nicht. Ach, das war hier der Aktuator. Der kleine, schlichte für die Sattelstange. Bauen wir mal ganz ein, damit er möglichst wenig Platz wegnimmt. Jetzt kommt mir das so ziemlich schnell entgegen hier. Das ist noch ein bisschen. Die Teile lassen wir noch mal liegen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das, was wir hier abgebaut haben. Hilfsachse. Gut, dass ich die größere Schüssel genommen habe. Das denn für ein. Oh Gott. Ey, das geht nicht. Der will nicht auseinander. Der biegt mir hier die Stange kaputt. Na super. Muss ich mir wahrscheinlich aus meinem Vorrat eine andere Stange rausholen. Also, nochmal. Also, kurze Erklärung. Das hier ist das. Habe ich dieses Teil hier schon gehabt? Naja, gut, nehmen wir das hier. Also, ne, so einer. Hier drauf gesteckt. Ergibt das hier. Und das kriege ich jetzt nicht auseinander. Das ist so fest. Da müsste ich mit so viel Gewalt rangehen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich kann noch einmal versuchen. Ah, dafür ist dieser Schraubenzieher zu dick. Ups.
Nee. Nee, 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 das bleibt schön zusammen. Dann mache ich das Teil kaputt. Wie gesagt, die Achse hier. Da muss ich mal gucken, dass ich die nochmal wieder ersetze. Wie gesagt, ich wollte ja eh die Teile alle nochmal durchgehen, mit der Originalteileliste abgleichen. Weil, wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass da was nicht stimmte. Vielleicht kann ich diesen Fehler durch eigene Teile wieder ausgleichen. Geil, der Pin ist gebrochen. Das macht nichts. Wenn ich von einer Sache genug habe auf dieser Welt, sind das schwarze Pins. Doppel-H. Das stecken wir hier so ein bisschen an die Seite. Ich sage, manche Pins sind dann doch außergewöhnlich schwergängig. So, diesmal versuche ich das gar nicht auseinanderzunehmen. So, ja. Wie gesagt, eine Achse geht ganz easy, die eine will überhaupt nicht. Zack. So, was haben hier ist noch ein Federelement. Hätte mich auch gewundert, wenn das eine ungerade Anzahl Federelemente wäre. Moment. Okay. Unheimlich viele von diesen grauen Achspins mit, ja, wie nennt man das? Feder. So, Dreier Liftarm. Ich sehe das schon kommen. Ich muss das eine wahrscheinlich doch noch mal umfüllen. Schwer zu sagen. So, was ist hier mit euch Achsen? Ihr wollt auch nicht rauskommen? Gut. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Wir finden einen Weg. Sind wieder diese beigefarbenen Pins. Hallo, Aktuator. Pling. Ich muss mir echt mal angewöhnen, vor so einem Stream die ganzen Notifications auszuschalten. Das ist ja, geht ja voll auf die Ohren hier. So, jetzt haben wir hier noch diesen. Ich sage ja, diese Konnektoren, einige Konnektoren und einige Achsen, die mögen sich, als wenn der Sekundenkleber. Gehe ich da jetzt Risiko ein? Da konnte man wenigstens gut festhalten. Das machen wir gleich nochmal.
Pling. So, da. Ah, ich sag ja, das eine Fach läuft mir jetzt hier echt über. Das ist zu. Lasst mich nachdenken. Wir könnten das zusammenkippen. Jetzt habe ich dieses Ding über. Egal. Wir könnten das benutzen. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Ne? Ach ja, obwohl ich brauche ja nicht mehr so viel Platz. Hoffe ich. So, Oh, das kommt mir schon von allein entgegen. Jetzt muss nur meine Motorik sich an die neuen Orte gewöhnen. Geht schon gut los. Aber die ging leicht. So, was ist das hier jetzt für eine Konstruktion? Außen an. Ja, kann ich auseinander. Guck mal, so ein Teil hatte ich noch gar nicht. Das ist gut mit der großen Schüssel da hinten, die ist flach und großen Durchmesser. Da kann ich nachher die Teile auch gut wiederfinden, wenn ich sie noch mal irgendwie feiner unterteilen will. Hat man sozusagen schnell einen Überblick über die Teile. Wo sind wir denn? 1:17:53. Es ist gleich 10 Uhr. Ding dong. Achso, drücke ich. Nee, dich baue ich nicht zusammen. Vielleicht muss man für den Zusammenbau die getrennt haben. Gut. Endspurt. Hier muss ich Achsen rausdrücken. Das sieht doch gut aus. Das ist hier. Nehme ich die außen. Das sagt sich so einfach, die auseinanderzunehmen. Alles eine Frage der richtigen Reihenfolge. Das wäre mal eine gute Frage. Kann jemand, der noch nie Lego-Technik oder der ganz wenig Erfahrung hat mit Lego-Technik hat, kann der ein komplexes Lego-Technik-Set auseinandernehmen? Weil ich sage, man muss ja schon so ein bisschen Ahnung davon haben, wie Lego-Technik funktioniert, um dann ja, das entsprechend hinzukriegen. Ja, ohne Rohrgewalt, ja. Und mit Rohrgewalt, dann hat man halt ein paar schwarze Pins weniger. So, jetzt löst es sich hier wirklich so langsam in Wohlgefallen auf, das Set.
glaube, die Liftarme, das muss ich dann alles auch nochmal neu machen. Also ein bisschen schlauer sortieren. Aber das ist dann der zweite Schritt. Erster Schritt auseinandernehmen und dabei schon mal so eine grobe Ordnung reinkriegen. Paar Ding. Dahin und paar Ding. Wo wart ihr denn jetzt? Da nicht. Da nicht. Da wart ihr mit drinne. Sind auch wieder der eine, guck mal, der eine lässt sich wunderbar rausziehen, der andere wehrt sich ohne Ende. Meine Achsenschale ist auch gleich voll. Achsstopper. Achse. Dann halten aber auch meine Finger nichts mehr fest, wenn ich das mit WD-40. Aua, aua, aua. Achso, doch, ist okay. WD-40. WD-40 habe ich ja auch relativ spät in meinem Leben gelernt, dass WD steht für Water Displacement, also Wasserersatzstoff. Also weil das Ziel war, eine Flüssigkeit zu entwickeln, die Wasser verdrängt. Und ja, da haben sie halt dann dieses Gemisch gemacht, dieses ölige Gemisch, was eben in jede kleine Ritze eindringt und eventuell vorhandenes Wasser verdrängt durch sich selbst. Und ich glaube 40, weil es der 40. Ja, Versuch war, oft ja, diese Flüssigkeit mit dieser Eigenschaft zu entwickeln. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Also dieser WD steht irgendwie Water, ich meine Displacer, also Wasserersetzer. Die wollten. Ja, und deswegen, es hat halt diese schmierende Eigenschaft, aber, und das ist ja deswegen soll man das ja manchmal auch für elektrische Sachen, die nicht funktionieren, weil halt eventuelles Wasser, was einen Kurzschluss verursacht, wird durch das WD-40 verdrängt, durch WD-40 ersetzt, was selber nicht leitend ist, elektrisch, meine ich. Und deshalb funktionieren dann auch elektrische Dinge, die vorher nicht funktionierten, funktionieren dann plötzlich wieder. Wie gesagt, jetzt gefährliches Halbwissen aus dem Kopf abgerufen. So, meine Damen und Herren. Ich hätte jetzt gerne so, weiß nicht, Trommelwirbel. Nee, dramatische Musik, also sprach zu. Tesa, war das nicht Name? Das war Vorname, Nachname, ersten zwei Buchstaben von jemandem. Das erinnere ich jetzt nicht mehr. Doch, Sekretärin, genau, Tesma Elsa. Geil, jetzt bin ich so gut wie fertig und jetzt wehrt sich hier nochmal so ein Teil so richtig hartnäckig. Ja, Haribo, Haririegel, Bochum. So alte Sachen gehen ja oft auf Namen zurück. Auch Tesme? Ach Gott. Es kann echt nicht sein, dass ich jetzt im letzten Teil hier wieder so verzweifle.
Ah, Moment, ich habe doch noch. Der müsste doch eigentlich sich wunderbar. Das ist natürlich auch keine tolle Idee. Ach nee. Das sind jetzt drei Pins. Beziehungsweise drei Konnektoren, die gleichzeitig gelöst werden müssen. Und da hat der Liftarm irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Vor allen Dingen bei dem einen hier nicht. Mit etwas sanfter Überzeugungsarbeit kriegen wir das alles hin. Gut. Zack. Zack, zack. Gott sei Dank. Gut, dann haben wir jetzt Schale. Dann haben wir hier noch eine Schale. Jetzt muss ich sehen, wie ich diese Schalen hier. Achso, wir haben ja hier noch. So, das wäre dann quasi einmal das Fahrrad. Ja, und mal schauen. Der nächste Akt ist dann eintüten und glücklich sein. Und dann muss ich mir, wie gesagt, Gedanken machen über wohin damit. Aber das zu einer anderen Zeit. An einem anderen Tag. Ich zur Verabschiedung gibt es mich nochmal in voller Pracht. Oh Gott. Und mal schauen, wie es hier weitergeht. Morgen ist Donnerstag. Mal sehen. Vielleicht geht es hier morgen schon weiter. Wir werden es sehen. Mach's gut, The Real Tessie 105. Schönen Abend noch. Muss ich nur, weil ich hier kein Steam Deck habe, die richtige Szene finden. Da ist sie doch. Nein, da ist sie. Mach's gut. 1, 2, 3. Heute mal was Neues. Das Bedürfnis zu streamen. Wundert euch nicht über die Beleuchtung, das hat alles seinen Grund. Wie sieht es hier aus? Bin ich hier zu hören? Ja, ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Das hat alles seine Bewandtnis. Gut, ein bisschen Zeit schinden, weil, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampe an. Mitteiletrenne. Was ist das denn hier? Sich einen Teiletrenner da hat. Pins. Achsen. Ah, Cookie da. Hier sind ja Bars. Achsen, Pins, Achsen. Achsen, Pins. Schwarze Achsen. Eigentlich ist es ja Technik, aber es sind auch Räder. Ne? Das sind Spezialfarben. So, Achsen. Das sind diese Dreierpins. Pin 3L Friction Rich and Stop Push. Zwei Drittel Achse, ein Drittel Pin. Ein Drittel Pin, zwei Drittel Achse. Vielleicht sollte man sich spezialisieren und ein Pinhandel aufmachen. 1, 2 blaue. Achse.